Hallo, es ist wieder Zeit fürs monatliche Aufgebraucht. Fangen wir an mit Garnier Skin Active Micellenwasser All-in-One für empfindliche Haut und Augen. Das war so eine Biphasenmischung, also ein Teilchen, was man dann schütteln musste. Hat einen soliden Job gemacht. Kann ich mich also nicht drüber beschweren, war auf jeden Fall schon mal um Längen besser als das Micellenwasser von Nivea, was ich vor einer Weile mal ausprobiert habe. Deswegen kann man das auf jeden Fall auch mal wieder nachkaufen. Ein Sonnenschutz, den ich schon mehrfach nachgekauft habe, das ist meine Herbst-Winter-Variante von Shiseido. Der Shiseido Senka UV Q10. Ich pappe euch den Titel mal hin, ich bestelle den immer auf eBay. Preise schwanken ein bisschen. Ich glaube, so die günstigste Variante war mal unter 10 Euro. Bisweilen liegt der auch ein bisschen drüber. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Insbesondere, wenn ihr misch- und ölige Haut habt und eben nicht so heftige, sehr reichhaltige Texturen braucht. Im Gegensatz zu anderen Lichtschutzprodukten, die ich sonst verwende fürs Gesicht, ist der halt zwar etwas reichhaltiger, aber nicht mit einer normalen Creme zu vergleichen. Die anderen sind wirklich fast wie so ein Serum, schon mehr wasserähnliche Texturen und ziehen halt sofort weg. Das macht der ja im Übrigen auch. Er ist aber halt, wie gesagt, so ein ganz, ich vermute mal durch den Q10-Zusatz, eben ein Ticken pflegender und deswegen, wie gesagt, für mich eben für die kalte Jahreszeit perfekt. Mehrfach, wie gesagt, nachgekauft, hat ja dann auch seinen Grund. Und würde ich deswegen auf jeden Fall wärmstens empfehlen. So, noch ein Produkt, was auch schon sehr lange zu meinen Favoriten zählt. Das ist mein Lieblingsreinigungsöl und zwar von Caudalie. Nicht nur aufgrund der Top-Reinigungsleistung, sondern einfach, weil ich den Duft liebe. Wahrscheinlich schon hinlänglich bekannt. Ich erwähne es trotzdem gerne wieder, wer Marzipan mag, also den Mandelduft, so süßen Mandelduft, der wird das Zeug einfach lieben. Und wie gesagt, der Bonus des perfekten Entfernens von Make-up ist dann auch noch gegeben, abgesehen vom Preis. Die habe ich im Schnitt so für um die 12, 13 Euro bekommen, die Flasche. 150 Milliliter sind jetzt drin, früher waren es mal 100, das waren so die ersten, die ich gekauft habe und dann wurde es scheinbar umgestellt auf 150 und da bin ich also preis-leistungsmäßig vollkommen zufrieden mit dem. Hab auch immer einen großen Vorrat davon zu Hause. Wenn ich es also irgendwo mal günstig abstaube, dann schlage ich da gerne zu und lege mir mal einen kleinen Vorrat an, weil das, wie gesagt, ja so hintereinander weggeht und eigentlich regelmäßig im Gebrauch ist. So, dann was für die Haare. Das Ergebnis könnt ihr so halbwegs vielleicht, hoffe ich, Lichtverhältnisse sind heute so lala, erkennen. Und zwar von Moroccan Oil, die Color Depositing Mask in dem Farbton Rose Gold. Also eine Pflegemaske, angereichert mit Pigment. Gibt es ja verschiedene Varianten von. Die erste, die ich ausprobiert habe, war mit Magenta und das war definitiv für meinen Geschmack zumindest zu viel Wumms. Also wenn man schon richtig pinke Haare haben möchte, dann wäre das angebrachter. Und ich dachte, ich nehme dann die etwas dezentere Variante, weil ich hier gerne so einen Pastelleffekt mag. Ich versuche es mal mit der Rose Gold. Rose Gold stelle ich mir persönlich immer ein bisschen anders vor. Also am Ende des Tages habe ich jetzt so gelernt im Laufe der Zeit, wo ich eben verschiedene Produkte ausprobiert habe, die alle claimen, Rose Gold zu sein, es läuft eigentlich immer auf so ein Pastellpink hinaus. Also, ich habe noch nichts anderes gefunden. Rose Gold ist für mich eigentlich immer noch so ein Ticken Wärme mit drin. Also eigentlich schon etwas, was, naja, nicht wirklich doch so ein bisschen in die Richtung Korall zumindest geht. Aber eben nicht, was so ein Bubblegum Pink wird. Und das ist immer das gleiche Ergebnis bei mir, wenn ich die Produkte benutze. Also ich könnte auch genauso gut ein Pink oder ein Magenta halt nehmen und das strecken. Das käme dann ungefähr aufs gleiche Ergebnis hinaus. Was ich bei der irgendwie sehr gerne mochte, weswegen ich jetzt auch nicht unbedingt sagen würde, dass es ein Fehlkauf ist oder mir auch vorstellen könnte, dass ich es deswegen nochmal nachkaufe, das Produkt. Mir hat die Pflegewirkung davon eben auch sehr gut gefallen
Und ich finde es auch einfach sehr praktisch. Also ihr wisst ja, dass ich sonst so dieses dezente, leicht zarte Rosa, was ich irgendwie in den Haaren habe, mit einem Shampoo erreiche, was ich dann eben etwas länger einwirken lasse. Das ist natürlich top. Aber wenn man eben so das Ganze verbinden kann und gleichzeitig noch eine Pflegemaske hat für die Haare, finde ich das eben auch super. Deswegen so ein Produkt, was ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten werde. Da warte ich dann aber definitiv darauf, dass es mal wieder irgendwo günstig abzustauben ist, denn im Schnitt kosten die so um die 30 Euro. Ich glaube, bei Douglas sogar 34 Euro die Masken. Und wenn man eben zu lange Haare hat und eben verschwenderischer damit umgeht, dann ist man relativ schnell durch so eine Tube. Deswegen, wenn es mir nochmal zu einem Schnapperpreis runterkommen sollte, sehr gerne wieder. Aber ansonsten glaube ich, dass ich den Farbeffekt halt auch kostengünstiger anders zusammengemischt bekomme. So, ein Produkt, was ich auch schon mehrfach nachgekauft habe und was ihr auch in meinem Parfumsammlungsvideo, falls ihr es geschaut habt, sonst verlinke ich es euch gerne nochmal, was ihr da auch schon gesehen habt, das ist von Replika das Beachwalk. Mein auch für die kalte Jahreszeit, also Herbst-Winter-Parfum. Ein bisschen atypisch, weil ich von vielen gehört habe, dass das für sie so ein Duft ist, weil er wirklich sehr nach Urlaub und tropisch und Sonnencreme riecht, für sie halt eher ein Sommerprodukt ist, für mich aber definitiv aufgrund der Eigenschaften ein Winterprodukt, weil, wie ich sie auch da schon erklärt habe, ich persönlich im Sommer eben eher leichte, zitrische Düfte mag und nichts, was jetzt so schwer ist. Ich würde ihn nicht unbedingt als schwer bezeichnen, aber der strahlt für mich eine gewisse Wärme aus und die brauche ich halt im Sommer nicht noch zusätzlich. Aber ansonsten ein ganz tolles Parfum. Wie gesagt, jetzt schon das dritte Mal, glaube ich, nachgekauft. Und 100 Milliliter halten dann auch. Also je nachdem, wie verschwenderisch man damit umgeht, aber bei mir hält es eine ganze Weile. Mir fällt gerade auch beim Blick in die Tüte, dass es tatsächlich viele alte Bekannte sind, die ihr mehr oder weniger schon häufiger mal bei mir gesehen habt. So zum Beispiel auch von Sunday Riley, der Ceramic Slip Cleanser. Das ist ein Reiniger auf Tonerde-Basis, der aber auch sehr gut ist im Entfernen von Make-up. Also ich würde ihn jetzt nicht als ersten Reinigungsschritt, um den groben Dreck abzunehmen, verwenden, sondern immer als zweiten, also nach einem Reinigungsöl oder einem Balm. Aber wenn ihr das, wie gesagt, macht, dann funktioniert das auch sehr gut, tatsächlich den letzten Rest von Schlonzi-Dreck aus dem Gesicht zu bekommen. Ansonsten habe ich den allerdings tatsächlich eher immer am Morgen verwendet, weil ich es auch ganz angenehm finde. Der reinigt die Haut gut. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass er die Haut irgendwie austrocknet. Das ist ja bei Tonerde Reinigern auch immer so eine Sache. Da muss man ein bisschen gucken. Wenn ihr zum Beispiel so eine Maske auftragt, merkt ihr ja, wie so dieses ganze Fett irgendwie aus den Poren gezogen wird. Deswegen färbt sich das dann ja auch immer so lustig ein. Und danach kann ich schon das Gefühl haben, dass die Haut sehr ausgetrocknet wirkt. Und das ist bei dem, wie gesagt, nicht der Fall. Also deswegen ist das für mich ein Reiniger, den ich immer sehr gerne verwende und auch regelmäßig nachkaufe. Ich habe nur den Eindruck, dass der sich von der Formulierung her ein bisschen geändert hat. Den gab es früher mal in einem Pumpspender. Dann wurde, wie gesagt, umgestellt auf so eine Tuben. Ist jetzt für die Entnahme und so weiter auch wirklich nicht weiter problematisch. Bin mir noch nicht ganz sicher. Ich habe den Eindruck, dass der irgendwie ein bisschen dünnflüssiger geworden ist. Aber ansonsten ist, wie gesagt, alles noch beim Alten. Also bin ich mit dem zufrieden und würde ihn dann gegebenenfalls auch wieder nachkaufen. Wobei ihr ja wisst, dass mein Lieblingsreiniger, zumindest für den Morgen, eben von Youthful People ist. Und da habe ich jetzt einen ganzen Schwung erstmal zu Hause. Deswegen wird es noch eine Weile dauern. So, dann habe ich hier ein Gesichtsspray. Und zwar von Emma Hardy, das Plump and Glow. Nicht wundern, ich habe die Ecke hier oben abgeschnitten. Da sind übrigens 90 ml drin, weil ich den Eindruck hatte, dass dieser Pumpspender nur so semi-gut funktionierte. Also der hatte
Nicht so wie der von Josh Rosebrook, der Pumpspender. Da habe ich es nämlich übrigens dann auch umgefüllt. Der hat so einen ganz feinen, schönen Nebel irgendwie, der sich sehr gut verteilt. Und das hier war eher, erinnerte mich immer so ein bisschen an die Blumensprüher, ne? So eine Pfft. Also es war keine Freude, das zu verwenden. Und dann dachte ich mir so, ne, das braucht man jetzt auch nicht. Es ließ sich halt tatsächlich nicht aufschrauben. Ich dachte, das ist ja kein Problem, schraubt man es auf. Haben sie wahrscheinlich mitgedacht, damit man das nicht versehentlich macht. Deswegen habe ich das Ding dann irgendwie angeschnippelt und habe den Rest umgetopft in den guten Josh Rosebrook Sprüher, weil ich das einfach angenehm fand. Aber ansonsten war ich mit dem Spray soweit ganz zufrieden. Das ist vergleichsweise, also mit Josh Rosebrook kann man zumindest bezüglich Feuchtigkeitsversorgung irgendwie nicht wirklich vergleichen, fand ich. Da habe ich bei dem mehr das Gefühl gehabt, es wurde tatsächlich Feuchtigkeit in die Hautschichten kommen. Das war bei dem jetzt nicht ganz so. Ich fand ihn trotzdem angenehm. Es würde aber jetzt für mich kein Produkt sein, was ich auf meinen Nachkaufenzettel packe. So, alter Bekannter, mein Schwämmchenreiniger von Daiso. Schon 30.000 Mal gezeigt. Immer wieder gekauft, auch gerne auf eBay. Was habe ich dann da noch? Eine Handcreme. Ich hole mir ganz gerne vom Body Shop diese kleinen Handcremes, wenn sie dann mal im Sale sind, in unterschiedlichen Duftrichtungen, weil ich die Größe einfach super finde, um sie in der Handtasche mitzunehmen. Liegt auch immer irgend so ein Teilchen bei mir im Büro auf dem Schreibtisch rum. Das war jetzt eine mit Birnenduft. Birne wäre jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt das Erste gewesen, was ich mit dem Duft assoziiert hätte. Aber er roch süß-fruchtig, angenehm. Von der Pflegewirkung her finde ich die, also im Vergleich zu der Mandelhandcreme, die ja doch schon reichhaltiger ist, finde ich die Sorte, oder also die vielleicht jetzt im Speziellen. Ich hatte den Eindruck, dass die Vanillesorte, die ich hatte, das ist wahrscheinlich Einbildung durch den Duft oder so, hatte ich den Eindruck, dass die vielleicht doch noch ein bisschen reichhaltiger ist. Die, wie gesagt, lässt sich super schnell einmassieren, sodass man eben dann auch gleich wieder weiter rumklimpern kann, am Rechner irgendwas anfassen kann und so weiter. Also perfekt für die Arbeit. Dann habe ich von. Wo kommst du eigentlich her? Ein Macaron Heidelbeer Duschgel. Christoph Felder. Ah, Le Club de Créateurs des Beautés. Wir hatten es ja, glaube ich, vor einer Weile schon mal, ne? Die gibt es doch auch schon ewig in 3 Tagen nicht mehr. Ist noch aus der Zeit, als es Kataloge gab. Wobei ich wirklich sagen musste, ich fand das gar nicht so verkehrt. Das war so ein Hobby von mir, dann irgendwie nachmittags auf der Couch zu sitzen und so kleine Kataloge zu wälzen. Kleine Knick in die Ecken zu machen, Artikelnummern aufzuschreiben. Die guten alten Zeiten, ne? Als das Telefon noch an der Wand hing. Ja, also egal. Das gute Stück gibt es, wie gesagt, schon lange nicht mehr zu kaufen. Es hatte in meiner Sammlung überlebt, roch auch noch so, als wäre es verwendbar und deswegen habe ich es dann auch aufgebraucht. So, dann habe ich noch eine Augencreme von Ren, die Keep Young and Beautiful Firm and Lift Eye Cream mit 15 Millilitern. Kommt in so einem praktischen Pumpspender. Ich hatte bei dem tatsächlich auch den Eindruck, dass der den letzten Rest brav rausgerückt hat. Die fand ich sehr angenehm. Ich hätte mir bei der nur gewünscht, dass sie noch ein bisschen pflegender ist. Also bei Augencremes ist es tatsächlich im Gegensatz zu allen anderen Gesichtsprodukten, Cremes und so weiter, die ich da verwende, da mag ich schon gerne so die etwas heftigeren Texturen, die dürfen schon richtig schwer sein. Also sowas wie, na, Bepanthen wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen viel, aber also wirklich sehr reichhaltige, sehr cremige Cremes. Da darf dann so ein bisschen Mumms hinter sein. Ansonsten fand ich die, wie gesagt, irgendwie sehr angenehm. Plüm? Oh, Canadian Solar rauscht gerade ab. Ja. Nee, ansonsten fand ich sie, wie gesagt, irgendwie sehr angenehm. Und für so eine leichte Augencreme auf jeden Fall zu empfehlen.
So, dann habe ich von Lumen noch ein Serum aufgebraucht, und zwar das Urban Intense Hydrating Serum mit 30 Millilitern. Der letzte Rest ließ sich leider nicht mehr so ganz rausbekommen, und da hier oben der Hals auch so ein bisschen verengt ist, egal, um es kurz zu machen, die letzten paar Milliliter drinne wären leider verrotten. Ich mochte das eigentlich ganz gerne. Es gab allerdings so ein paar Tage, wo, warum auch immer, ich den Eindruck hatte, dass es insbesondere, wenn ich zu dicht an den Augenbereich rangekommen bin, dass da so ein bisschen gebritzelt hat. Ich konnte nicht wirklich eruieren, was es denn sein könnte an Inhaltsstoffen, was irgendwie dazu führt, oder ob ich einfach beim Abschminken zu doll an der Augenpartie rumgerubbelt habe. Dann ist die ja auch immer gleich wieder so Mimimi. Aber ansonsten, so in puncto Feuchtigkeitsversorgung, fand ich das wirklich ein solides Produkt. Ich habe das Teilchen irgendwann mal bei TK Maxx abgeschossen. Ich weiß gar nicht, ob sie die Sisu-Reihe vielleicht rausgeschmissen haben. Denn dann werden solche Sachen ja gerne mal bei TK Maxx irgendwie aufgekauft. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob die da, wie gesagt, jetzt überhaupt noch so regulär im Handel erhältlich wäre. So, noch ein Serum von Kate Somerville. Auch das war so ein TK Maxx Find. Das Vitamin B3, Vitamin C Brighten and Even Serum. Bei dem war ich mir ganz ehrlich auch nicht wirklich sicher, ob das denn noch im Top-Zustand ist. Ist ja bei, gerade bei Vitamin C Serien so eine Sache, wenn das irgendwie nicht mehr frisch ist, dann bringt es am Ende auch nichts. Ich habe, wie gesagt, da jetzt auch keine wirkliche Verbesserung oder irgendwas bei dem Produkt erkennen können, weil aber auch leider nirgends so ausgezeichnet ist, wie lange das gute Stück eigentlich haltbar wäre. Das finde ich nämlich bei den asiatischen oder vielen asiatischen Kosmetikprodukten sehr gut, dass man überall auf der Umverpackung und auf den Verpackungen selber, auf den eigentlichen Produkten selber, immer stehen hat, was halt das Expiry Date ist. Das ist irgendwie ganz hilfreich, weil wenn man 30.000 Sachen im Schrank hat, ne, kann sich ja wohl kaum jemand merken, wenn man die Produkte mal gekauft hat, geschweige dann weiß man, wie lange die eventuell schon irgendwo im Lager rumstanden. Ne? Also, Ende vom Lied ist, bei Kate habe ich leider nichts gemerkt. Deswegen kann ich das Produkt auch nicht empfehlen. Es mag sein, dass ich ihm jetzt Unrecht tue, weil es eigentlich, wenn es taufrisch wäre, ein Top-Produkt ist. Aber so muss ich leider sagen, außer Spesen nichts gewesen, ne? So, und dann habe ich noch zwei Zahnpasten im Angebot von Marvis. Die gab es irgendwann mal in einem Set, in so einem Dreier-Set. Und zwar Cinnamon Mint, Mint, Cinnamon, also Zimt. Vielleicht etwas ungewöhnlich für eine Zahnpasta. Ich finde es aber ganz nett, mal so eine Abwechslung zu haben, geschmackstechnisch. Hat tatsächlich auch so viel Minzanteil, dass man dann trotzdem das Gefühl hat, es wäre erfrischend. Das traf leider überhaupt nicht auf, warum auch immer, das Whitening Mint zu. Die schmeckte einfach nur stumpf, weswegen sie, wie ihr ja auch seht, noch in fast Original-Inhaltsfülle dann auch rausfliegt, weil die fand ich nicht lecker. So, und damit sind wir dann auch schon durch für euch. Ich hoffe, ihr hattet einen zauberhaften Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr das schaut. Und ja, dann mal gucken, womit wir uns demnächst wiedersehen. Falls ihr Ideen habt, gerne her damit. Dann gehabt euch wohl und bis bald. Tschüss.